Gänsehaut. Was geht ab? Nee. Das war's. Ihr Wahnsinnigen, das war's. Wie, das war's? Das war's? Das ist der Trailer? Mehr! Gib mir noch mehr! Das ist doch der Hammer! Was ist... Ich werd ja weich! Was geht ab? Was geht ab? Alter! Hammer, hammer hart. Hammer, hammer hart. Ja, es ist raus. Es ist der neue Trailer zum neuen Gewässer. Ich werde ja weich. Ich werde ja weich. Das Intro, ihr Wahnsinnigen. Das Intro. Und das läuft da hinten tatsächlich in der Nacht so. Nee. Kann doch nicht sein. Come on. Nicht schlecht. Schöne verschiedene Ecken. Abgefahren. Okay, das ist es. Das ist das Intro zum neuen Gewässer. Wieder vorbei. Okay, wir gehen in die Details. Wir gucken, was sieht man? Alter, das ist doch der Hammer. Ist doch nicht deren Ernst. Ist doch nicht deren Ernst. Da haben wir doch schon ein bisschen was. Okay, klassisch Camp. Was mich ein bisschen wundert, es sieht wieder so aus wie am Bärensee. Keine festen Häuser. Ist es eine Überarbeitung doch vom Bärensee? Keine festen Häuser. Alter, was haben wir hier? Wogner, kann das sein? Müsste es doch heißen. Da. Wir machen mal ein bisschen leiser. Da waren die Fische zu sehen. Da unten. 1, 2, 3, 4. Leider nicht so wirklich viel zu sehen. Ah, da am Anfang auch. Andere Seite auch. Möglicherweise der Fischmarkt. Sieht ja aus wie in so einer Grillbude hier. Nicht dein Ernst, Alter. Warte mal, sieht man das am Anfang hier vorne? Ne, da ist zu viel. Doch, da unten so ein bisschen. Genau hier. Ey, jetzt geht's wieder in die Analyse. Jetzt geht's wieder los, ihr Lümmels. Abgefahren. Alter, was ein Intro. Ob da die ganze Zeit, ob da nachts Party ist? Was ist das? Aber dann ist das ja komplett kommerziell genutzt. Dann ist es komplett kommerziell genutzt. Wenn das so ist nachts, dieses Szenario, du bist am Angeln und dann passiert dieser hier. Nicht dein Ernst. Und du denkst dir nur einfach nur, alles klar, ich bin da mal weg. Das ist der Baum, den hat man noch gesehen. Das ist doch wahrscheinlich der Baum, den man gesehen hat. Und zwar von hier ungefähr. Stückchen weiter links war die Perspektive zu diesem Baum, also das erste Bild, was wir gesehen haben, Perspektive zu diesem Baum und zu dieser Kante hier. Mit den Birken im Hintergrund, genau. Genau. Also irgendwo hier links an der Seite oder hier vielleicht direkt und dann der Blick eben hier in diese Richtung. Da drüben kaputter Anleger. Ja, es sieht ein bisschen aus wie Moskitosee tatsächlich. Ist hier drüben noch was? Ist hier ein Grillplatz? Da steht irgendwo... Na, oh, Moment. Das war das.
Der Kasten steht da. Ist das da der Platz? Ich glaube ja. Steht das schon bereit? Gehen wir mal ein bisschen weiter zurück. Na, sieht man nicht genau. Also oben in dem Bereich stand was. Und ich vermute, dass es das Setup jetzt hier ist. Da müssen wir jetzt natürlich nochmal genau gucken. Bekommen wir das? Bekommen wir das? Das ist jetzt die Frage. Kriegen wir jetzt neben dem Rodport, der übrigens in verschiedenen Farben da ist. Wir kennen den in Schwarz und das ist schon mal ein Rodport in Tarnfarben. Futtereimer daneben. Klappstuhl. Vielleicht schneller Energie regenerieren. Und Kühlbox. Ich hoffe es. Ich hoffe auf diese Kühlbox. Wobei das natürlich fürs Karpfenangeln vielleicht nicht so relevant ist, aber eine Kühlbox fürs Frischhalten von Köderfischen wäre der absolute Burner. Ja, was sehen wir noch? Natürlich, wie schon auf dem Foto, Rodport mit verschiedenen Bimmeln. Unten auch hier mit dieser Mechanik, dass quasi, wenn ein Karpfen auf dich zugeschwommen kommt oder einen Hebebiss macht, dass dann da die Schnur runterfällt und dann auch ein Alarm losgeht. Also das ist alles wieder mit drin, das hat man auf dem Bild ja auch schon gesehen. Die Rollen und Routen erkennt man hier leider nicht. Ob da wirklich dann was anderes da ist, 1, 2, 3, ja. Ja. Und das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich hoffe, dass das so ist, dass das so bleibt. Das wäre natürlich richtig nice, dass wir hier einfach nur für die Atmosphäre, fürs Feeling Karpfen haben. Aber dann ist natürlich die Frage, wenn hier so groß die Karpfen schon rumstehen und hier angeschwommen kommen. Also wenn er schon so groß ist, ist das dann auch ein Spot, den man aktiv bewerfen kann? Wenn das wieder die Deko-Fische sind, so wie es schon am Koori ist, was ich ja vermute, weil das ist ja eigentlich nicht die Game-Mechanik. Die Game-Mechanik ist ja nicht, du siehst einen Fisch, du wirfst einen Köder hin, du fängst den Fisch, sondern du wirfst dahin, es ist ein Spot-Bereich, es spawnt irgendwo einen Fisch und kommt dann angeschwommen und schnappt sich den Köder. Aber sieht schon sehr, sehr geil aus. Sehr, sehr, sehr nice. Richtig schön. Also wir haben auch andere Karpfenarten. Nicht nur Kois, sondern eben auch in verschiedenen Größen. Wir haben jetzt hier schon direkt drei verschiedene Größen gesehen. Und dann kommen hier die, und dann kommen die Kois. Da, guck mal hier. Der erste hier. Der eher silbrig. Oh, auch sehr nice. Oh, hier Rot-Schwarz-Kombi. Rot-Schwarz-Kombi gut getarnt, tatsächlich noch. Aber hier ist sie. Und dann hier Rot mit leicht. Ah ne, da steht einer noch vor. Das ist ein großer Rot-Weißer dahinter. So ist das. Gute Gewichte. Von der Optik würde ich sagen, sehen die allerdings erstmal nur aus. Ja, wobei ist schwer zu sagen, von der Entfernung. Na, ich sag mal, die sehen vielleicht eher so um die 10 Kilo aus. Nicht so ganz riesig. Und da vorne steht nochmal alles. Da ist nochmal was am Land. Nochmal ein anderer Eimer. Nochmal eine Kiste daneben. Ein anderer Eimer. Und wieder Rodport. Übrigens auch ein anderer Rodport, ne? Zwei Arten von Rodport auf jeden Fall, die wir hier schon mal haben. Einmal dieser, der ist auch ein bisschen breiter und das ist der schwarze, der vom Foto. Und dieser hier, das ist eine andere Version. Gibt es sonst optisch da, hoppala, so. Genau, gibt es da sonst noch einen Unterschied? Nö, die Bimmeln und so sollte alles gleich sein. Ja, das ist krass. Und was heißt es denn jetzt? Was heißt es denn jetzt? Können wir schon sagen, let's go? Party oder was? Wann kommt's denn nun?
Gänsehaut habe ich ja gekriegt gerade schon. Kannst du dir ja nicht ausdenken. Was geht ab? Was geht ab, ey? Ja, ich würde sagen, einen Monat vielleicht noch. Maximal 2 Monate. Irgendwas in dem Bereich, oder? War bei den letzten Gewässern auch so? Also hoffen wir da, dass es auch so ist. Und dass wir bald auf Kois angeln. Wenn es dir gefallen hat, Daumen lassen, Kanal abonnieren, nicht vergessen, damit du auch die nächsten Videos auch zum Koi-Karpfenangeln nicht verpasst. Und dann Attacke Vollgas. Wir sehen uns beim nächsten Video oder im nächsten Livestream, montags, mittwochs und freitags immer live ab 19 Uhr auf YouTube und auf Twitch. Bis dahin.